Ein herzliches Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Weiter geht's mit Nitro Cup Nummer 3, um genau zu sein. Und einen neuen Kartteil. Retro Rot. Tja, fährt aber niemand mit den Retro-Reifen. Nicht recht im Sinne. Denn wir fahren ja mit Yoshi mit dem Turboflitzer. Und Standard Blau. Wo ist er denn? Hier. Und dem Hyrule-Leiter. Ja, das geht in Ordnung. Das geht in Ordnung. Dritter Cup ist der Stern-Cup. Und da geht's los mit dem Sonnenflughafen. Ich wollte eigentlich mal ausrechnen, seit wie viel Rennen das jetzt ist, die ich ungeschlagen bin. Das sind 4, 8, 12 Cups mal 4 Rennen. 12 mal 4 sind 48. 2 habe ich schon komplett geschafft, 1 zur Hälfte. 48 mal 2,5. Sind 80, sind 96 plus 24 sind 120 Rennen. Seit 120 Rennen sind wir nur am Gewinn. Können wir die Serie auch im 121. Rennen fortsetzen, dem Auftaktrennen in den Sterncup in der Spiegelklasse. Das wäre natürlich schön. Schicken wir da erstmal einen roten Panzer los, um in Führung zu gehen hier. Vorbei an Todd. Hinauf auf die Flugzeugflügel. Sammeln nun auch Münze Nummer 9 und Münze Nummer 10. Und dann geht's hier hoch. Auf diesen winzig kleinen Streckenabschnitt mit der 180 Grad Biegung. Warum hat's mir das... Was ist denn hier gerade mit dem Ton... Mit dem Ton passiert hier oben. Also den roten Panzer und den Einschlag habe ich ja gar nicht gehört. Gut, egal. Weiter geht's mit Runde 2. Gut hier an den Kisten vorbeikommen. Jawohl, so muss das sein. Und einmal um die Kurve rum. Rauf auf die Flugzeugflügel. Und dann geht's hier wieder runter. Hoch auf diese kleine Biegung. Auf die... Ah, keine 180 Grad, ist eine 270 Grad Kurve. Hier oben ist scheinbar so viel Wind, dass man das Yoshi kaum hört. Krass, krass, krass. So, wie sieht die Verfolgungssituation aus? Todd und Lakito sind uns auf den Fersen. Mit einem kleinen, aber feinen Rückstand. So, wie sich das gehört, um meine Nerven zu schonen. Extrem ruhiges Rennen bis jetzt hier vorne. So habe ich das gern. Ja, da kann ich meine Nerven schonen. Ein letztes Mal geht es hier hoch. In diese windische Angelegenheit. Ja, Yoshi ist hier oben extrem leise. Und hier runter zu wird es dann wieder lauter. Diesmal hat es geklappt. Oh, da kommt ja kurz vor Schluss noch der Blitz. Kurz vor Schluss kommt mal wieder der Blitz an der Stelle, wo es dann keine Münzen mehr gibt. 7 Münzen werden es also und 15 Punkte. 12 gehen an Todd, 10 an Lakito. Und damit starten wir doch schon mal gut in die zweite Hälfte von Mario Kart 8 Deluxe. 15 Punkte, so... Muss das sein. Darauf lässt sich aufbauen. Hier in der Delfinlagune. Rennen Nummer 2 des Sterncups. In der Spiegelklasse. Versuchen wir unseren Vorsprung auszubauen. Ah, das war ein relativ schwacher Start. War jetzt kein Katastrophenstart, aber stark war der auf jeden Fall nicht. So, die ersten zwei Münzen haben wir uns schon mal gesaved. Ah, schade, das hätten mehr Münzen werden dürfen. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Der Todd zieht mir ja gerade so ein bisschen davon. Das sollte eigentlich nicht so sein. Versuchen wir jetzt erstmal an ihn ran
Du blöder Wichser, Alter. So viel zum Thema. Versuchen wir erstmal in ihn ranzukommen. Machen wir es halt anders. Versuche ich erstmal an meinen Vordermann jetzt ranzukommen. Und den erstmal zu bestrafen für seine Aktion. Aber irgendwie kommen wir nicht so richtig ran. Doch jetzt. Jetzt klappt's. Hier, bitte, Lakito. Was hast du jetzt davon? Solltest du jetzt genau überlegen, ob du mich jetzt hier nochmal attackierst. Oh, wir sind in Führung. Wann sind wir denn an Todd vorbeigegangen? Alter, fuck. Mein Arm krabbelt und ich sehe nichts. Ja. Und tschüss. Na gut, gute Gelegenheit, mal an meinem Arm zu kratzen. Aber ja, da hat halt wieder mal der Blooper zugeschlagen. Da habe ich wieder mal gar nichts gesehen. Zack, sind wir auch nur noch Vierter. Dritter. Todd abgeschossen und... So schnell kann man wieder in Führung gehen. Oh, und so schnell gibt man sie wahrscheinlich auch gleich wieder ab. Ah, noch nicht. Noch ist es nicht so weit. Wir haben auch gleich endlich mal die 10 Münzen gesammelt. Oh, der Panzer von hinten bringt ja nichts, weil ich hatte noch einen grünen Panzer. Jetzt sogar noch eine Banane für die Defense. Oh, na klar. Fickt euch alle ins Knie, echt. Ich sehe schon. Das wird das erste Rennen, wo wir Punkte abgeben. Das wird das erste Rennen, wo wir Punkte abgeben werden. Denn Todd hat einen guten Vorsprung. Aber wir holen auf. Wir holen auf! Haben vielleicht doch noch die Chance, hier ranzukommen. Ah, Donkey Kong erstmal schön die 1 mitgegeben. Den roten Panzer abgefeuert. Und Todd erwischt. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir gehen in Führung. Haben jetzt noch einen Turbo. Mit dem können wir hier drüber schießen. Und da kann uns den Sieg niemand mehr nehmen. Wir bleiben doch noch weiterhin ungeschlagen. 30 Punkte jetzt. Todd 24. Lakito 20. Und damit weiter zu Rennen Nummer 3. Beziehungsweise, da ich jetzt insgesamt weiß, werde ich euch jetzt ein paar Mal damit nerven. Jetzt noch Rennen Nummer 123 ist der Discodrom gespiegelt. Puh. Jawohl, der Start war doch schon deutlich besser. Auch wenn Todd scheinbar wieder besser gestartet ist als wir. Alter! Was hat er denn da schon wieder gehabt? Stimmt wieder irgendein Panzer. Ah, oh, verpiss dich doch mal, Donkey Kong. Genau, nimm einfach meine Banane mit. So gehört sich das. Grünen Weg nehmen wir. Und allerdings... Ah, shit, hätte ich das gewusst, dass es so schnell wiederkommt. Das Doppelpäckchen hätte ich natürlich das Doppelpäckchen mitgenommen. Ja. Schön. Alter! Entscheide dich doch mal! Mensch, du bist ganz innen und fährst ganz raus! Um dir so ein einzelnes Päckchen zu holen, das macht doch keinen Sinn! Außer, dass du mir halt damit auf den Sack gehst. Komm, hol dir den. Wir bekommen nicht so schnell Windschatten hier. Das stört mich etwas. Aha, 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 die Hupe. Alter. Grüner Weg, ganz klar, grüner Weg. Ich nehme die Hupe mit. In der Hoffnung. Oh, fuck you mit dem Kackblitz. Wer auch immer das schon wieder war. Mann! Komm, komm, komm. Wir müssen aufholen. Gib mir was Gutes. Wir müssen nichts mehr aufholen. Wir sind in Führung. Und schon müssen wir nichts mehr aufholen, weil wir in Führung sind. Und der rote Panzer hat dann auch sein Ziel verfehlt, wenn er mich erreichen sollte. So, komm. Hau noch ein paar Münzen. 7 haben wir jetzt. Kommt jetzt wieder der Blooper zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Alter, wir wurden überholt. Ich sehe aber nicht wo. Donkey Kong war's. Ah, shit. Zu zeitig abgefeuert, das Ding. Beziehungsweise, nee, zu spät eher. Ah,
komm, komm, komm. Der ist noch gut, der Drift. Der ist noch gut. Und wir haben 10 Münzen, sehe ich auch gerade. Sehr schön. Und wir haben Vorsprung. Sehe ich auch gerade erst. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach der nächste Sieg. Das sollte nichts mehr anbrennen. Da brennt nichts mehr an. 7 Münzen, 15 Punkte. Macht 45 jetzt insgesamt. Auf Platz 2 haben wir Todd mit 36. Donkey Kong kämpft sich auf 3 vor. 28 Punkte, kann allerdings nicht mehr eingreifen. Todd bis jetzt durchgängig Zweiter geworden. Hat dementsprechend nur 9 Punkte Rückstand und wir müssen nochmal mindestens Siebter werden. Das sollte machbar sein. Hier auf der letzten Strecke. Hier bei Wario Abfahrt. Diesmal natürlich die gesamte Abfahrt gespiegelt. Das heißt, wir können uns nicht von Runde zu Runde gewöhnen daran, dass es jetzt halt in die andere Richtung geht. Sondern müssen uns jeden Abschnitt neu anschauen. Na, Todd verpisst sich mit der Banane. Ich sehe mich doch schon reinfahren. Blöder Wichser. Oh, komm, Yoshi, schön oben bleiben. Jawohl. Den Turbo nehmen wir ja mit. Richtig. Ja, das war eine schlechte Idee, den Turbo mitzunehmen. Müsste ich jetzt hier schön abbremsen. Und damit ist der erste Abschnitt geschafft. Wir haben 8 Münzen. Können leider nicht erhöhen, weil ich hier gerade ein bisschen trottelig gefahren bin. Und kommen wir hier drauf. Jawohl. Können somit weiterfliegen. Ah, dann geht's hier rein. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwo abstürzen. Und dann geht's gleich auch in den Wald. Ah, shit. Nehmen wir den. Boah, nicht bekommen. Was ist denn hier los? Und da ist er, der blaue Panzer. Da ist er, der blaue Panzer. Schlägt ein. Verpiss dich, Todd. Mann! Na klar, und ausgerechnet hier kommt jetzt der Blooper, wo es sowieso schon unübersichtlich ist. Das fehlt mir jetzt noch zu meinem Glück. Wow, wow, wow. Natürlich fahre ich gegen den Baum. Oh, shit, Alter. Letzter Streckenabschnitt. Das wird nichts mehr. Also, da sehe ich mich nicht mehr vorkommen. Obwohl, hier ist noch alles drin. Die Konkurrenz konnte unsere Fehler nicht wirklich nutzen. Ist das schon das Ziel? Nein, es ist noch nicht das Ziel. Wir haben erstmal noch eine Banane für die Defense. Schön die Turbos mitnehmen. Und dann schön durch alle Ringe durchfliegen. Das ist nochmal wichtig jetzt. Jawohl, das hat alles geklappt. Da kommt nochmal ein roter Panzer. Der war scheinbar nicht für uns und wir holen den Sieg. Wir holen den Sieg. 60 Punkte. Auch im Sterncup gespiegelt. Todd wird Zweiter am Ende 48 und Lakito holt sich den dritten Platz zurück mit Donkey Kong zusammen 37 Punkte. Und damit ein weiteres Mal zu den Highlights jetzt. Und wir holen uns den Pokal für den Sieg im Sterncup ab. Vielleicht gibt es auch nochmal ein neues Kartteil. Könnte eng werden. Schauen wir einfach mal. Highlights im Übrigen heute vom Flughafen, vom Sonnenflughafen natürlich. Wieder einmal alles gewonnen. Jetzt 124 Rennen ungeschlagen. Hoffen wir, dass wir das beim nächsten Mal weiter fortsetzen können, diese Serie. Hier der Pokal. Unsere 60 Punkte mit 3 Sternen geschmückt. Und ein weiteres Fahrzeugteil. Das schauen wir uns dann wieder beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und hoffe, euch dann auch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Zu Mario Kart 8 Deluxe. Zum Blood Cup mit Link dann. Bis dahin, macht's gut.